Die Vorstellung von der Sprache als eines Instruments der Information drängt heute ins Äußerste. Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Er geht überdies in der größten Stille vor sich. Zwar müssen wir zugeben, dass die Sprache im Alltag wie ein Mittel der Verständigung erscheint und als dieses Mittel für die gewöhnlichen Verhältnisse des Lebens benutzt wird. Allein, es gibt noch andere Verhältnisse als die gewöhnlichen. Goethe nennt diese anderen Verhältnisse die tieferen und sagt von der Sprache: Im gemeinen Leben kommen wir mit der Sprache notdürftig aus, weil wir nur oberflächliche Verhältnisse bezeichnen. Sobald von tieferen Verhältnissen die Rede ist, tritt zugleich eine andere Sprache ein, die poetische. Die entscheidende Erfahrung meines Denkens und das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Und diese Frage ist deshalb von Bedeutung, weil wir im abendländischen Denken das Wesen des Menschen dadurch bestimmen, dass er in Bezug zum Sein steht und existiert, indem er dem Sein entspricht. Die Aufgabe, die dem Denken gestellt ist heute, wie ich es verstehe, ist in einer Weise neu, dass es eine ganz neue Methode des Denkens verlangt. Und diese Methode kann nur im unmittelbaren Gespräch von Mensch zu Mensch und durch eine lange Einübung und durch eine Übung des gewissermaßen des Sehens im Denken erreicht werden. Das heißt, diese Art des Denkens ist zunächst nur für wenige Menschen vollziehbar, kann aber dann mittelbar durch die verschiedenen Bereiche der Erziehung den anderen Menschen mitgeteilt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Heute kann bei uns jeder mit einem Radioapparat oder mit dem Fernsehapparat operieren, ohne dass er weiß, welche physikalischen Gesetze dahinter stehen, ohne dass er weiß, welche Methoden für die Erforschung dieser Gesetze notwendig waren. Methoden, die im Grunde in ihrem eigentlichen Gehalt heute vielleicht nur 5 oder 6 Physiker verstehen. Und so ist es auch zunächst mit diesem Denken. Die Frage nach der Forderung der Weltveränderung
führt ja auf einen viel zitierten Satz von Karl Marx, die Thesen über Feuerbach, zurück. Und ich will ihn genau zitieren und gleich vorlesen. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Bei der Zitation dieses Satzes und bei der Befolgung dieses Satzes übersieht man, dass eine Weltveränderung voraussetzt, eine Änderung der Weltvorstellung. Und dass eine Weltvorstellung nur zu gewinnen ist dadurch, dass man die Welt zureichend interpretiert. Das heißt, Marx fußt auf einer ganz bestimmten Weltinterpretation, um seine Veränderung zu fordern. Und dadurch erweist sich dieser Satz als nicht fundierter Satz. Er rückt den Eindruck, als sei entschieden gegen die Philosophie gesprochen, während im zweiten Teil des Satzes gerade unausgesprochen die Forderung einer Philosophie vorausgesetzt ist. Ich würde also sagen, dass auch Menschen, zum Beispiel wie die Kommunisten, eine Religion haben, nämlich sie glauben an die Wissenschaft. Sie glauben unbedingt an die moderne Wissenschaft. Und dieser unbedingte Glaube, das heißt das Vertrauen auf die Sicherheit der Ergebnisse der Wissenschaften, ist ein Glaube und ist in gewissem Sinne etwas, was über den einzelnen Menschen hinausgeht und ist also eine Religion. Und ich würde sagen, kein Mensch ist ohne Religion und jeder Mensch ist in gewisser Weise über sich hinaus, das heißt verrückt.